Herzlich willkommen. Schön, dass du bist. Heute geht es um ein ganz cooles Thema: Grenzen. Im heutigen Video möchte ich dir sagen oder vielleicht mit dir darüber nachdenken, ob grenzenlos wirklich so klasse ist, wirklich so super ist, wo das vielleicht ein hinderlich sein kann und wo es dir das auch im Spurt bringt. Also, falls dich das interessiert, dranbleiben. Und das Allerwichtigste, glaub mir halt wieder nichts. Wir haben ja so, wir leben in so einer Zeit grenzenlos, nichts darf mehr Grenzen haben. Und ich möchte halt sagen, wo es dir das, ob das wirklich so klasse ist. Ja? Und wie man dem vielleicht mit einer Blickrichtung, das ist außerbringen, den vielleicht eine neue Bedeutung geben kann. Was mich vor allem halt auch interessiert, in welche Schubladen ich während und dann nach dem Video gesteckt werde. Bin ich schon ganz neugierig. Aber das allererste Mal ein Szenario. Ein Hund wird jahrelang gratzt. Ja, das heißt, man ärgert ihn, gell, nimmt das Fressen weg. Ja, seine Grenzen werden überschritten, beziehungsweise auf seine Bedürfnisse wird geschissen und die werden ignoriert. Irgendwann beißt er. Wer ist der Blöde? Haben wir schon mal die erste. Wenn wir jetzt so die Grenzen hernehmen, schau her mal. Das heißt, da bist du angenehm. Du. Da ist wer anders. Ja? Und jeder hat seine Grenzen. Das heißt, beim einen sind die Grenzen eher weiter da draußen. Ja? Beim anderen sind die Grenzen, jetzt haben wir verschiedene Formen, eher ein bisschen da. Ja? So. Wenn wir uns das da jetzt anschauen, ja? Wenn wir Grenzen haben, ist ja prinzipiell nichts dagegen zu sagen. Ne? Das heißt, jeder hat seine Grenzen und fertig. So, das Problem wird erst, wenn der andere da eindringt. Das heißt, der versucht jetzt zum Beispiel mutwillig, oder bestenfalls ist es nicht mutwillig, sondern unabsichtlich, bei dem anderen da einzudringen. Ja, das heißt, seine Grenze da zu überschreiten. So. Jetzt ist es oft so, wie reagiert der andere? Ja? Wenn wir das also hernehmen, das mit dem Großen und mit dem Kleinen, ist sich das eher als Ego und das andere ist eher für mich eine Herzensgeschichte, ja? Ein Herzensegoismus. Und jetzt haben wir Folgendes, dass der eine sagt halt, okay, oder will den anderen, weil er mit dem nicht einverstanden ist, was der andere sagt, wird da in die Grenze eintreten. Das heißt, er will ihn überzeugen, ja. Oder er glaubt ihn gleich eine, ja, wie immer. Oder wie, was auch immer. So, wie reagiert der andere jetzt drauf? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn wir jetzt mich hernehmen, als blödes Beispiel, Betonung auf blöd, dann ist es so, dass man echt viel hinten vorbeigeht. Ja, das heißt, entweder kommt dieser Angriff gar nicht daher, oder er geht einfach vorbei, oder was auch immer. Ja, das heißt, mir ist echt viel wurscht. Nur irgendwann, wenn ich besonders merke, der andere, es gibt immer so Argumentationen, ja, wo jeder hat sein Weltbild, ja, und wenn beide so nebeneinander leben, ist ja überhaupt kein Problem. Oder sehe ich das falsch? Was meinst du? Ist es überhaupt kein Thema? Für jeden ist genug Platz da, gell? Also in meiner Welt. Und es ist überhaupt kein Problem. So, das Problem ist nur, wenn der andere erstens einmal versucht, den anderen zu überzeugen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, den anderen als Trottel darzustellen. Oder sich über dessen zu erheben, mit einer Überheblichkeit zum Beispiel, ja, dann kann es nur ein Problem werden. Und dann
dann verlässt man nämlich das Weltbild, sondern dann kommt man eher in einen Angriff rein. Ja? So sehe ich das zumindest. Das heißt, ich lasse den einfach blöd darstellen. Das stimmt ja nicht. Ja? Das ist sowieso alles Fake. Und so geht das Ganze hin und her. Ja? Das heißt, wenn der seine Argumente hat und der, ist ja prinzipiell nichts dagegen zu sagen. Ja? So, das heißt, das geht entweder vorbei oder das kommt da gar nicht rein. Ja? Dann ist eine Möglichkeit. Dann gibt es natürlich auch welche, die da, das ist sofort, wenn da irgendwas daherkommt, nein, ich tue mich da ein bisschen mit die Form schwer, das heißt, das ist halt reiner Zufall, was ich da mache. Ja? Dann kommt halt zum Beispiel, ich sage, oder irgendwer, nehmen wir jetzt wieder irgendjemanden her, ja, irgendjemanden, ja, dann sagt der zum Beispiel irgendwas, irgendeine Kleinigkeit, tut das, das taugt mir jetzt nicht so oder was auch immer, ja, oder das ist ein Blödsinn, oder wobei das ist ein blödes Beispiel, aber das taugt mir jetzt zum Beispiel nicht so. Und der andere fühlt sich sofort angegriffen. Ich weiß nicht, ob du solche Leute kennst. Ja? Es rennen nämlich heutzutage sehr viele Narzissten um und um, wobei ich weiß nicht, ob es früher anders war. Ja? Und wir, wobei momentan ist gerade Narzisstenzeit, ich habe welche am Tisch stehen, meine Lieblingsblumen. Und das heißt, es rennen nicht nur Narzissten um und um, wo man sagt, der will immer, das sind die, wo da oben stehen, oder die Konzerne, oder was der Teufel, was sie es machen. Ja? Sondern Narzissten sind unter uns. Das sind oft die, wo halt alles auf sich beziehen, die halt glauben, die Welt dreht sich alles um sie. Ja? Alles, was sie machen, ist super. Ja? Es darf ja nichts passieren. Ja? Es waren nur Erfahrungen, sondern von denen noch nie wer in der Scheiße gesessen oder was auch immer. Ja? Alles wird so schön geredet. Ja, was im Prinzip nichts Schlimmes ist. Aber das heißt, Narzissten sind sehr viel unter uns. Die versuchen das halt meistens dann schön verschleiert. Ja? Das heißt, die geben oft demjenigen auch nur was, dann weiß ich, wieder was zurückverlangen. Ja, weil das sind ja diese Sätze, gib du was, dann kriegst du was zurück. Ja? Das heißt, es geht aber nicht ums Geben und das Gefühl des Gebens, sondern es geht ums Zurückverlangen. Und da muss man wirklich ehrlich zu sich selber sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht gehst du auch dazu. Die ganzen Marketingstrategien. Ja? Das heißt, wenn du was kommentierst, ja, dann kommentiert da jemand was zurück. Ja? Kommentieren ist da, gehört da rein. Ja? Eindringen ins andere. Aber es kommt immer aufs Wie drauf. Es geht nicht ums Was, sondern immer ums Wie. Ja, ist im Training, ist überall so. Und das heißt, wenn du was kommentierst, kommentiert er, wenn du einen Daumen noch ein Like gibst, dann kriegst du viele Likes zurück. Ja? Es gibt ja mittlerweile schon automatische Programme, was das machen. Ja, wenn du was postest, dass da automatisch ein Daumen nach oben ist, gibt es ja alles schon. Ja? Weil derjenige wieder was zurückkommen will, immer aktuell sein will. Ja? Und solche Geschichten. Das heißt, es ist aber nicht jeder Narzisst, was das macht. Ja? Ganz vorsichtig. Sondern nur jetzt einmal dieses Beispiel zu nehmen. Das heißt, er bezieht alles auf sich und eigentlich dreht sich die Welt nur in ihm. Das heißt, der ist auch immer von anderen Leuten abhängig. Was macht der? Was sagt der, dass mir gut geht? Ja? Anstatt, wenn sich jeder um seinen Scheiß kümmern würde, war alles gut. Und das heißt, wenn derjenige einfach schaut, dass sie gut geht oder sie selber auf sich selber schaut, ja, was auch immer. Und da kommen wir jetzt einen Schritt weiter. Und zwar Grenzen setzen. Fülle, wenn halt der andere dann immer da eindringt, zum Beispiel, zack, zack, zack. Ja? Und der andere sagt nichts, der lässt es einfach über sich ergehen. Ja? Wenn es da wirklich am Arsch vorbeigeht, dann ist ja das, Entschuldige, dann ist ja das alles überhaupt kein Problem. Ja, aber wenn du immer merkst, okay, jetzt lässt über das ergehen und der andere sagt irgendwas oder was auch immer, anstatt das gleich zu sagen, ja, lässt du das über dich ergehen und setzt keine Grenzen. Wieso auch immer. Das sind also Glaubenssätze, du es nicht streiten, ja, erlosen, ja, oder was auch immer. Aber wir sind nicht heilig. Ja. Wir sind keine Erleuchteten, sehr viele von uns sind keine Erleuchteten. Ja? Also, ich zähle mich nicht dazu, vielleicht geht es dir da anders. Ja? Aber das heißt, wenn einen das wirklich anzipft,
dann sind wir das auch so. Meistens ist es aber so, eben weil wir keine Grenzen setzen, weil das ist ja was Schlechtes. Und oft ist es so, zack, 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 das geht halt über Jahre, vielleicht auch über Jahrzehnte und irgendwann schmeißt dann einfach die Sicherung. Lass dich scheiden. Ja. Such dir einen anderen Freundeskreis, die sagen, was ist denn das für Trottel jetzt? Fang jetzt völlig zum Spinnen an. Genau diese Tage sind es. Für den sind es meistens die Tage, keinen Tag länger Tage. Verlass uns, ob du schon mal sowas gesagt hast, gehabt hast. Und für den sind es immer, jetzt hat er einen kompletten Vogel. Ja. Meistens ist es dann auch so, dass derjenige das Rudel, sich ein anderes Rudel sucht. Ja, das ist weder gut noch schlecht. Diese Grenzen verändern sich ja. Beziehungsweise das Stehen zu diesen Grenzen oder das Stehen auch zu sich selber. Das hängt ja auch damit zusammen, wie mag ich mich selber? Würde ich sagen, sogar Selbstliebe dazu. Aber so weit wollen wir halt nicht gehen, gell? Da fehlt uns die Zeit. Und da meine ich aber jetzt nicht, dass du was Besonderes bist, weil dieses Besonderssein ist ja, jeder ist was Besonderes. Ja? Man ist einfach und man ist gut, wie man ist. Also so denke ich, man ist nichts Besonderes. Weil das überhebt, dann das kommt dann zu so einer Überheblichkeit, ja? Weil jeder ist was Besonderes. Ich bin etwas Besonderes. Ja? Und was man halt so in diesen Chakra-Kursen halt, ich glaube, du weißt schon, was jemand lernt. Ja? Du bist gut und das passt. Du bist weder schlechter noch besser wie andere, du bist einfach gut, wie du bist. Ja? Und fertig. Und deswegen ist ein innerer Zustand. Das heißt, wenn ich das einmal mit diesem inneren Zustand schon habe, dann trifft mich da nicht mehr so viel. Aber das ist halt dann auch mit diesen Grenzen setzen, Angst vor einem Konflikt, ja, überhaupt, das hat sehr viel mit Angst da zu tun, Ablehnung. Wir haben ja drei essentielle Ängste. Das heißt, wenn wir diese drei Ängste nicht hätten, dann wäre sowieso alles easy. Ja, dann könnte uns keiner mehr manipulieren, dann könnte uns keiner mehr irgendwas vorschreiben oder sonst irgendwas. Das ist Angst vor Tod, Angst vor Ausgrenzung, Angst vor dem Arbeitsplatzverlust. Und das hängt alles da irgendwie drinnen auch, dass ich halt das über mich ergehen lasse. So, oft ist es halt dann so, wenn ich diese Grenzen nicht setze, dann flüchte ich mich. Ja, warte auf einen Erlöser, warte, was das für mich übernimmt, warte auf eine Systemänderung oder was auch immer. Ja, will nur mehr auf die Alm und will einfach nur mehr Ruhe haben. Aber eigentlich hängt es da damit zusammen, dass ich nicht das, den Mut aufbringe, einmal zu mir zu stehen oder zu meinen Grenzen zu stehen. So gesagt, und jetzt kein weiter, kein Schritt weiter. Und das raubt dann halt auch oft Energie. Oft tut man sich dann abregen im Spurt. Ja, das heißt, den Spurt nimmt man als Ventil her, die Wut auslassen oder sonst irgendwas anderes. Ja. Aber in dieser Situation kann man das oft nicht. Das sind die unterschiedlichsten Voraussetzungen, wieso man das nicht macht. Ja. Und das ist also diese Grenzen. Oft sagt man halt auch dann, um sich irgendwie das vor sich selber rechtfertigen, was bringt denn das? Was bringt denn das, wenn ich das mache? Es bringt ja nichts. Falsch. Wenn du das machst, und kann man, ich scheiß mir oft an für irgendwelchen Dingen, ja, aber ich mache es oft dann trotzdem, allein das Gefühl danach zu haben. Ja, und das hängt dann mit dem Alter zusammen, ja, oder was mit ein paar anderen Dingen. Das heißt, das zu sich selber zu stehen und zu sich und seinen Grenzen zu stehen und zu sich, zu seinen Bedürfnissen auch zu stehen, ja, dann hat man da schon mal viel gemacht, beziehungsweise, was würde ich jetzt eigentlich sagen? Genau, das mit dem nichts bringen. Ja? Und allein deswegen bringt es schon was. Das ist bei dir draußen. Warum? Vielleicht hast du ja so eine Person, ja, die was das immer wieder macht, die Grenzen überschreitet, eigentlich zipft dir das an, aber du sagst nichts oder machst da nichts. Ja? Und du sagst und sagst und sagst da nichts. Was passiert da? Es kommt da ein immer größerer Keil zwischen dir und der Person. Die Distanz wird immer größer und größer und größer. Das heißt, wenn du besonders jemanden hast, der dir sehr nahe ist und dir die Beziehung zu demjenigen sehr wichtig ist, gerade dann ist es wichtig, das zu sagen. Ja? Und da kommen
Und das ist ganz was Entscheidendes. Und dann, du wirst merken, wenn du es gesagt hast, wenn es draußen ist, was auch immer dann passiert, ja, passiert, ja. Aber vor allem die Distanz von dir und zu demjenigen ist dann auch weg. Macht das Sinn, wenn ich dir das so erkläre? Kannst du das nachvollziehen? Oder vielleicht probierst du es sogar mal aus. Ja? Und das heißt, es kommt da immer mehr Distanz rein. Und besonders bei Leuten, was dir wichtig ist, ist das ganz was Entscheidendes. Und da ist es auch so, wo man sagt, diese Grenzen, ja, warum wüssten das nicht? Oft gibt es immer die Frage nach dem Warum. Nein ist für mich ein ganzer Satz. Wenn ich etwas nicht will, dann will ich das nicht. Aus dem Aus. Und da brauche ich mir nicht sagen, das ist kein Grund oder sonst irgendwas. Wenn es mich betrifft, dann reicht ein Nein. Ich will das nicht. Und das ist genauso, ja, weil man nicht immer alles argumentieren muss. Ja? Ich sehe das auch bei Kindern gegenüber. Also ich brauche, aber das ist nur meine Meinung, bitte. Gell? Ich sehe das immer wieder, wo man da dann über alles reden muss. Nein, wenn ich das nicht will, besonders wenn da Unruhe ins Rudel reinkommt, ja, dann brauche ich da nichts argumentieren. Dann will ich das nicht. Und weil es geht da immer wenn ich ein Rudel habe, um das Zusammenführen dieses Rudels. Ja? Das heißt nicht um einen Keil eintreiben, sondern um das Zusammenführen, um damit untereinander, das muss nicht immer harmonisch sein, ja, aber das Funktionieren oder besser für alle, noch viel besser, Freiheitsbewusstes, das heißt maximale Freiheiten für jeden, nur gewisse Dinge müssen nur einkönnen. Und das zu funktionieren, ist einfach der da oben wichtig. Aber da kommen wir jetzt zum Thema Führung, soll heute nicht das Thema sein, gell? Aber so denke auch nur ich. So, das heißt, wenn wir da keine Grenzen setzen, dann bringt uns das immer mehr von dem anderen weg. Ja? Und wie wir diese Grenzen setzen, ist ja auch so ein Thema. Ja? Das heißt, Körperlichkeit wird bei uns heutzutage ganz schlecht gesehen. Ich finde das nicht so blöd. Das ist nur eine Art. Ja? Das heißt, oft muss immer alles, über alles geredet werden. Und das ist genauso bei der Seele. Ja. Also, ich weiß nicht, wenn du uns so näher kennst oder wenn du da zuschaust, wenn du mir in die Seele siehst, also die Illusion, dass ich da der Chef bin, ja, oder dass ich da sie unterdrücken muss oder was auch immer, ihr meinen Willen aufzügen, die habe ich schon lange aufgegeben, dass ich da ihr Gott bin. Ja? Also bei uns ist es also sehr auf Augenhöhe Begegnung, aber gewisse Dinge gehen einfach nicht. Und wenn ich das einmal sage und zweimal, beim dritten Mal gibt es einen Reimplan. Und deswegen schlage ich aber meinen Hund nicht. Hätten wir schon die nächste. Und wenn wir das jetzt so hernehmen, diese Grenzen setzen, ja, so komisch, dass das klingt, das bringt dann Nähe. Das löst das auch wieder auf. Ja. Und das nicht so weit zu kommen zu lassen, aber es ist auch okay, wenn es hin und wieder einfach scheppert. Ja, das heißt Streit und da laut wird. Ist ja nur laut. Fertig. Ja. Und wenn wir das einmal dieses, weil es ist immer so dieses gut oder schlecht, ja, dieses so darf man Grenzen setzen und so nicht. Da gibt es alle möglichen Ratgeber mittlerweile schon, ja. Aber dann stellen wir die Frage, es gibt so viel, wir haben so viel Wissen wie noch nie, kognitiv. Wieso tun wir es aber nicht? Und wenn das von innen rauskommt, dann ist das völlig okay. Ja? Blöd ist nur, wenn mein Ego dann verletzt wird. Und das ist auch sowas. Ich habe das Bedürfnis. Ich brauche das von dir. Ich will das von dir haben. Wo entsteht das? Entsteht das wirklich aus dem Inneren raus? Weil, schau her, mal zu dem haben wir ja da noch sowas. Ja? Entsteht das wirklich da raus? Oder ist das eher sowas, wo ich immer was vom anderen. Ich brauche die Rückmeldung vom anderen. Ja. Und es geht nicht ums Wo, sondern immer ums Wieviel und Wie. Ja? Und wenn wir auch diesen Konflikt immer runterschlucken, das ist eins der meiner Meinung nach, deswegen haben wir auch so viele psychosomatische Sachen, immer dieses runterschlucken, ja, den Ärger runterschlucken, die Wut runterschlucken. Wut ist ja etwas Schlimmes. Wut gibt Energie, um auf den Tisch zu hauen. Es gibt Energie.
Und da sind wir schon. Weil Leistung ist Energie pro Zeit, physikalisch. Und je mehr wir Energie damit aufwenden, uns das über unser Gehen zu lassen, obwohl wir das nicht haben wollen, ja, oder was auch immer, ja, dann geht uns das im Training und vor allem bei der Leistung ab. Und meine Beobachtung in den letzten Jahren, was ich sag mal, weil man immer wieder hört, ich will meine Grenzen erweitern. Ja. Ich stelle mir oft die Frage, oder was ich so immer, und das ist mein Gefühl, oder was ich so beobachte, ist, es geht nicht um das Grenzen erweitern. Ja. Wenn zum Beispiel jemand irgendwas vorhat, ja, dann kommt, meiner Meinung nach, kommt es dann so daher, ja, und der will das, denn sein Herz, der will das einfach machen. Ja. Und dann macht er das. Und da geht es nicht so um die Grenzen. Das ist immer so, das macht ja das Coole im Sport, also genauso wie so man im Rennen nervös ist, weil man nicht weiß, schafft man das oder schafft man das nicht. Es geht aber nicht um die Grenzerweiterung, sondern das ist einfach nur was Ungewisses. Aber irgendwas hat das da eingepflanzt, im besten Fall. Nicht von da oben, sondern hat das da eingepflanzt. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Und ich würde es dann machen und ausleben. Ja? Und die Grenzerweiterung ist auf das, wenn wir wirklich damit befriedigen, wenn wir wirklich damit beeindrucken, was will ich damit bezwecken? Ja, das sind oft so Ego-Geschichten. Ja? Und das ist nur mein, so wie ich denke. Gell? Das eine schließt das andere nicht aus. Ja? Also, wenn du da andere Vorrangen hast, das ist völlig legitim. Gell? Da sind wir wieder, du tust deins, ich hab meins. Alles easy. Ja? Und das ist es. Das heißt, wir entscheiden auch, wie die Grenze zu setzen ist. Ja? Und da erzähle ich eine Geschichte. Bekannte von mir, die haben einen Hund. Die haben so einen Everybody's Darling Hund, gell? Der ist immer lieb und nett und auch die Rasse ist dementsprechend. Und der hat einmal Bekanntschaft gemacht und zwar mit so einem Staff. Gell? Da haben sie jetzt gespielt. Ja? Und der Hund ist ein bisschen nerviger, mein Hund oft gegenüber, gell, und sie fährt daneben mit ihm, aber er hört einfach nicht auf. Ja. Und irgendwann eben hat er mit ihm gespielt und dann hat der andere Hund so einen Stockerl gehabt. Ja. Und dann ist halt das passiert, der ist einfach umgegangen und wollte den Stecken wegnehmen. Naja, dann hat es gescheppert. Aber so richtig. Ja, das heißt, der war halt ein Tierarzt, das Blut ist halt ein bisschen. Ja. Wenn du dir das anschaust, vor allem das ist der eigene Hund, dann ist es wild. Überhaupt keine Frage. Ja. Aber muss ich schon die Frage stellen, wieso nimmt der denn das Steckerl weg? Ja. Und war der vielleicht einmal mitschuld an dem Ganzen? Und da kommt man dorthin, das heißt auch mit den Grenzen, wer sagt, wie man reagieren darf? Ja. Wenn mein Hund öfter dann überreagiert, sage ich, hey, zur Ruhe, dann weiß sie, soweit, es ist zu viel, aus die Maus. Ja? Und dann gibt es halt auch, welche mit einer hohen Schwelle, wenn du mich kennst oder mit mir viel zu tun hast oder die Leute, falls du jetzt da zuschaust, also mir geht wirklich, ich bin sehr schwer auf die Palme zu bringen. Aber wenn was überschritten ist, dann ist es aus. Ja? Dann kann ich ganz anders sein. Und das ist auch gut so. Lange habe ich immer das verboten. Ja? Wo ich sage, nein, ich darf das ja nicht, weil ich habe da auch so einen Glaubenssatz drinnen gehabt. Ja? Aber ich liebe inzwischen das, was ich auf den Tisch zu haben und sage, nein. Ja? Meistens ist es ja dann so, weil derjenige halt dann irgendwie dumm und umhupfen kann wie ein Kasperl. Ich drehe mich einfach um und gehe, aber nicht vor dem Konflikt, sondern einfach, wenn mir das zu blöd ist. Ja? Konflikte trage ich schon aus. Aber okay, einfach und sage, okay, vielleicht kennst du das. Also hast du schon mal Viecher also zugeschaut, wo ich sage, okay, gut, der eine bötet immer dumm, der kleine Chihuahua, ja, und der Große schaut ihn halt einfach nur an und, ja, eh schon wissen. Das heißt, schau dir wirklich an, leg dir wirklich nahe zu Menschen, die dir wirklich nahe stehen. Sag das, was du sagen willst. Lass da nicht einen Keil zu. Oder wenn die Beziehungen, in welchem Kontext immer, oder auch in einer Arbeitsbeziehung, wenn dir das wichtig ist, dort, vor allem ein angenehmes Klima zu haben, dann sag das.
Wo sie immer dabei aussieht, du wirst richtig reagieren danach. Ja, dann kannst du noch immer deine Schlüsse, dann hast du zumindest gesagt. Und wie gesagt, wenn sie dort Deal schließt, geht ein anderes auf. Das ist einfach so. Aber vor allem, es bringt was, aber vor allem dir bringt es was. Hin und wieder ist es so, diese Grenzen verändern sich auch im Laufe des Lebens. Genau, ganz wichtig. Das, was ich dir heute gesagt habe, es geht nicht darum, jetzt diese Dinge zu machen, sondern es geht darum, das zu werden. Was kann dir da helfen? Ein Thema ist sicher Meditation. Weil du hörst sofort, du hörst einmal auf damit, das darf der nicht und das darf der nicht und das, jeder darf alles. Ja. Wer sagt, dass der das nicht darf? Das sind so meistens dann die Ego-Geschichten. Ne? Da sind wir wieder da. Weil das andere sind alles wieder nur Glaubenssätze. Wenn ich jetzt sage, hau auf den Tisch, dann fängst du jetzt auch immer auf den Tisch zu hauen, aber eigentlich wüsstest du es nicht. Aber jetzt nicht wollen, im Sinne von dir das zu verbieten, sondern innen, also sagt, na, eigentlich ist mir wurscht. Ja. Das heißt, da kommen auch wieder Glaubenssätze rein. Und genauso, ob das jetzt Führung ist oder Grenzen setzen, es geht um das zu werden. Und da mal die Selbstannahme. Wie finde ich meine Grenzen okay? Weil oft ist es, du darfst das nicht, das haben wir ja von früher alles mitgekriegt. Ja. Aber das zu werden und sagen, hey, das geht mir jetzt zu weit. Na, da habe ich mehrere Möglichkeiten. Eben Flucht oder Kampf. Wobei es da eher wieder in die Extreme geht. Der Wort liegt in der dazwischen. Ich sage hin und wieder, okay, Chihuahua, ich drehe mich einfach um oder losen halt. Aber es ist mir wurscht. Oder genauso sagen, so Freund, bis dahin und nicht weiter. Und da fährt die Eisenbahn drüber. So lernt man sie. So ist es nämlich auch eine Offenbarung dem anderen gegenüber. Sonst ist das alles nur Fake. Der glaubt, er kann immer machen, 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 den anderen ist das sehr wurscht. Ja? Weil so belügen wir nämlich auch andere. Und wir untergraben da unser Wahr und sagen, nein. Und enthalten das dem anderen vor. Wer, was oder wie wir wirklich sind. Grenzenlos, grenzenlos ist super. Und zwar vor allem, wenn ich die Grenzen einmal fallen lasse und die Sachen wie, das darf ich nicht tun, das soll ich nicht tun, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht sagen. Aber wenn es mir trotzdem ein inneres Bedürfnis ist. Grenzen ja, wenn es wirklich um dein Innerstes geht und wenn es wirklich um deine ganz persönlichen Grenzen geht. Schau her mal. Und zwar, wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, machen wir es grenzenlos. Dann verschwimmt alles. Ja? Das heißt, die Individualität von jedem selber geht verloren. Wenn man so das große Ganze sieht, ist das vollkommen okay. Wir sind ja alles eins. Ne? Aber wir sind doch jeder eigenständig und jeder individuell. Und durch das Erhalt, durch den Erhalt dieser Grenzen, zu diesen Grenzen zu stehen und da die das, wie man ist, sogar gern zu haben, dann kann man den Neverem so akzeptieren, wie er ist. Zumindest sehe ich das so. So. Vielleicht war heute für die was dabei. Gell? Jo. Zeit ist um. Sportsfreunde, ich wünsche dir was. Tschüss, Baba.